Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 16, Veränderungen im Busliniennetz im Dresdner Norden. Hier beginnt in der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion. Frau Wendt, bitteschön. So, heute ohne Maske. So, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter erster Bürgermeister. Das Busliniennetz wird neu gestrickt im Dresdner Norden und nicht bloß im Dresdner Norden, sondern im gesamten Umland. Und das ist notwendig, weil wir wirklich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren viele Probleme hatten, dass teilweise die Plätze, die Kapazitäten nicht reichten, um Personen zu befördern, beziehungsweise auch der Unmut groß war aus den Ortschaften. In den Eingemeindeverträgen standen enthalten, dass die Ortschaften auch angebunden werden an das Stadtnetzsystem. Hier haben wir jetzt eine Verbesserung. Wir bekommen jetzt unsere Stadtbuslinie auch nach Schönborn, nach Langebrück. Und man hofft eigentlich mit der Verbesserung des Busnetzsystems auch die Gewerbegebiete Ottendorf anzubinden. Und die Hoffnung, und ich hoffe, dass das auch so eintritt, ist, dass die Pendler, die jetzt mit dem Auto fahren, auch zukünftig mit dem Bus fahren werden. Wir werden sehen, ob das so funktioniert. Das sind die ganzen Vorteile. Aber leider gibt es in dem System oder dem neuen Busnetz Vorschlag auch ein paar Nachteile. Momentan ist es so, dass die Kinder früh in der Schulzeit und am Ende der Schulzeit im Halbstundentakt zur Schule fahren können. Das entfällt. Es gibt nur noch einen stündlichen Takt. Es ist so, dass teilweise die Schüler ganz abgekoppelt werden von Schönborn, was natürlich ganz nachteilig ist, wenn man nämlich auch wieder über den Schulnetzplan reden würde. Deshalb hat der Bauausschuss entschieden, einen zusätzlichen Antragspunkt einzubringen in der Vorlage und darauf hinzuweisen, dass die Schülerbeförderung sichergestellt werden muss. Und das bitte ich auch noch mal zu beachten. Und weiter möchte ich gar nichts sagen, weil ich glaube, wir sollten uns kurz fassen hier. Vielen Dank. AfD-Fraktion? Kein Redebedarf. Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr viel zu diesen Beschlussbuslinien im Dresdner Norden insgesamt sagen. Es ist relativ breit diskutiert worden. Wie gesagt, die Ortschaftsräte haben sich eingebracht, die beteiligten Stadtbezirksbeiräte. Es ist viel diskutiert worden. Und dann hat es am Ende der Diskussion einen merkwürdigen Vorgang gegeben. Eine Fassung, die sowohl im Stadtbezirksbeirat Klotzsche akzeptiert worden ist, als auch in den zuständigen Finanzausschuss, im Umweltausschuss, die ist dann plötzlich in der allerletzten Sitzung einer punktweisen Abstimmung zum Opfer gefallen. Und da rede ich von dem Punkt 2, dem ursprünglichen Punkt 2 der Vorlage, der sozusagen die gesamte Beratung, die wir als Stadtrat durchgeführt haben, immer mit Gegenstand waren und dann plötzlich im allerletzten Moment in der Abstimmung im Stadtentwicklungsausschuss gelöscht worden ist. Und dieser Punkt 2, den möchte ich Ihnen hier vortragen, der Ursprungsvorlage, zur Gewährleistung der direkten Erschließung des Übergangswohnheimes an der Straße zur Wetterwarte ist zeitgleich das für die Stadtbezirke Pieschen, Klotzsche und Neustadt angestrebt vorgesehene On-Demand-System in Betrieb zu nehmen. Dazu wird eine gesonderte Vorlage erstellt. Ein direkter Anschluss an das Übergangswohnheim an der Straße zur Wetterwarte an den ÖPNV muss zwingend gewährleistet werden. Die Landeshauptstadt wird beauftragt, sicherzustellen, dass die dort untergebrachten Menschen die Möglichkeit erhalten, am sozialen und kulturellen Leben der Landeshauptstadt teilhaben zu können. So. Das ist, Entschuldigung, der letzte Satz, der stammt nicht aus der Vorlage, da war ich jetzt schon verrutscht. Der war entstammt nämlich einer Sache, die wir 2013 beschlossen haben, als wir die Wetterwarte, dieses Übergangswohnheim eingerichtet haben.
Dort haben wir nämlich explizit beschlossen, dass es eine Voraussetzung ist, dass wir an diesen, sage ich jetzt mal, nicht ganz so zentralen Ort der Stadt, man könnte es auch etwas weniger vornehm am Arsch der Welt sagen, wenn wir dort Leute unterbringen wollen in einem Übergangswohnheim, dass dann gewährleistet werden muss, dass das an den Nahverkehr vernünftig angeschlossen werden muss. Das hat auch die Stadtverwaltung gemacht, das war damals gewährleistet im Busliniennetz und sie haben jetzt in der Vorlage entsprechend diesen Punkt 2 aufgenommen, um genau das zu gewährleisten. Und ich bitte Sie alle, dass wir nicht hinter unsere Beschlüsse von 2013, das war noch vor Rot-Rot-Grün, zurückfallen, sondern dabei bleiben, dass das dort angeschlossen bleiben muss und deshalb den Punkt 2 der ursprünglichen Vorlage wieder mit in den Beschluss aufnehmen. Das würde ich also bitten, das zur Abstimmung zu stellen. Danke. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich auf der Liste nicht. Würde aber die Fraktionsrunde sonst noch abfragen. Gut, dann SPD-Fraktion als erstes ist Herr Engel. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, über die Vorlage als solche sind wir uns hier auch alle einig. Es ist, glaube ich, dringend notwendig, die sehr diversen Verkehrsbeziehungen im Dresdner Norden besser zu erschließen. Es ist so, im Dresdner Norden haben wir ja eben nicht nur so klassischen Pendelverkehr, der in Richtung des Stadtzentrums geht, sondern eben auch sehr viele Verkehrsbeziehungen, die zu den großen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auch verlaufen. Dementsprechend ist, glaube ich, dieses neue Busnetz da durchaus ein guter Ansatz, um da mehr Leute auch auf den ÖPNV zu bringen. Möchte an der Stelle aber auch betonen, dass man natürlich weiter gucken muss, wie man das verbessert. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob man mit dem Ende dieser neuen Buslinie dann in Wilsdorf schon das Maximum erreicht hat. Ich glaube, da sollte die Verwaltung auch zusammen zum Beispiel auch mit der Stadt Radebeul weiter schauen, wie man das weiterentwickeln kann, um da auch noch weitere Pendlerbeziehungen auch einfach abzubilden. Wir hatten im Ausschuss ja auch über die Frage diskutiert, die jetzt von Seiten der CDU-Fraktion auch nochmal aufkam, Schülerverkehr Schönborn. Ich habe da die Verwaltung immer so verstanden, dass natürlich die Stadtbuslinie als solche bis Schönborn nur in 30-Minuten-Takt geht und sich dann aufspaltet. Einmal stündlich geht es Richtung Ottendorf weiter, einmal stündlich in Richtung Liga Augustusbad und Radeberg, aber dass es weiterhin auch noch Regionalbusse gibt, zum Beispiel die von Ottendorf über Schönborn nach Radeberg fahren. Also dass es da durchaus auch nochmal weitere Verkehrsbeziehungen gibt, die dafür sorgen, dass es eine gewisse Flexibilität auch zum Beispiel für den Schülerverkehr gibt. Vielleicht kann die Verwaltung dazu nochmal was kurz sagen, bevor da vielleicht ein falscher Eindruck hier entsteht. Die FDP-Fraktion, Herr Fischer, bitte. Ich würde gerne nur drei Sätze sagen, deshalb von hier. Die Stimmung oben in Klotzsche hat sich gegen diesen zweiten Punkt deshalb gewendet, weil dieses Übergangswohnheim befindet sich ja im Gelände der alten Luftkriegsschule und war lange Zeit Berufsschule, Paul Schwarze. Und dann war noch die Außenstelle Gymnasium Klotzsche, da klappte alles. Das war turbulent dort hinten mit den Schülern und Berufsschülern, ganz klasse. Jetzt sind die Armschlucker vom Übergangswohnheim dort drin. Und sie wollen gerne mal raus, aber nur wenige immer, und kommen dann bis zum Netto vor mit ihren Rollstühlen oder mit ihren Gehhilfen und betrinken sich dort und machen, also ja, unser Ortsamtsleiter, Stadtbezirksamtsleiter hat ein bisschen Sorgen dort. Und deshalb war die Stimmung so seltsam. Also ich will jetzt nicht gegen die Buslinie reden oder gegen diese Möglichkeit, dorthin zu fahren, aber ich möchte nur erklären, warum der Punkt 2 so in die Kritik geriet. Danke. Vielen Dank. Freie Wähler. Dann Bündnis 90 Grüne, Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Als erstes möchte ich eine kleine Korrektur anbringen.
Schönborn ist extra aufgenommen worden. Gab damals eine Veranstaltung in Langebrück zu diesem Thema und daraufhin ist Schönborn, wurde die Strecke so gelegt, dass sie eben über Schönborn auch geht. Da fährt der Bus fährt jede halbe Stunde dort durch und er fährt weiter nach Ottendorf, Okrilla und nach Radeberg. Und zwischen Ottendorf und Okrilla und Radeberg gibt es noch einen Überlandbus, der zusätzlich fährt und auch der ist abgestimmt mit der Bahn und mit dem Bussystem, sodass er noch häufiger, also mehr als jede halbe Stunde, zwischen den beiden verkehrt. So hat uns das der DVB-Vertreter im Bauausschuss erklärt. Auch Liga Augustusbad ist extra angeschlossen worden. Der kleine Ort bekommt jetzt alle 30 Minuten einen Bus, auch am Wochenende zwischen 4.30 Uhr morgens bis um Mitternacht. Das Busnetz im Norden insgesamt, möchte ich sagen, es bringt enorme Verbesserungen für uns, weil es ist einfach ein gutes Angebot an Pendler, die dort oben sind. Und das sind viele, weil es so viele große Firmen gibt. Sie können zukünftig umstiegsfrei fahren aus dem Umland, also eben zum Beispiel von Ottendorf, Okrilla auch oder Radeberg bis in die Industriegebiete im Norden. Und genau das ist eben der Weg, den wir brauchen, um die Menschen zum Umstieg vom Auto zum öffentlichen Verkehr zu bringen. Verbindungen ohne Umstiege, das ist attraktiv. Es entlastet die Straßen, es reduziert den Verkehrslärm, es schafft mehr Sicherheit und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Aber es reicht natürlich nicht für alle. Man kann nicht jede einzelne Straße anbinden, zum Beispiel die Straße zur Wetterwarte. Die ist leider nicht so gut angeschlossen. Dort fährt der Bus höchstens im Stundentakt durch. Das finden die nicht gut und haben deshalb eine Petition gestartet. Und man kann nicht sagen, es ist ziemlich berechtigt. Es gibt dort 22 Firmen, 7 Institute, ein Seniorenwohnheim, Wohnsitz und auch das Übergangswohnheim. Und die möchten natürlich auch gerne mit dem Bus dorthin kommen. Sie können sich ausrechnen, wie viele Menschen betroffen sind. Man kann jetzt die Linienführung nicht mehr ändern. Die steht jetzt fest und die ist ausgearbeitet und die ist in sich auch schlüssig. So einfach ist es leider nicht, aber die Verwaltung hat uns eben diesen Punkt 2, der leider im Bauausschuss gestrichen worden ist, vorgelegt und in dem Punkt 2 steht, dass ein On-Demand-System für das Busnetz im Norden zeitgleich starten soll mit der Umsetzung der Vorlage. Für Pieschen, Neustadt und Glotzsche soll es zeitgleich starten, das On-Demand-System. Und das ist ein Angebot für alle Menschen, die den Bus nutzen wollen, aber eben nicht so gut angeschlossen sind. Und das ist auch zumindest eine Übergangslösung für die Straße zur Wetterwarte, für die vielen Firmen. Die können das On-Demand-System zukünftig nutzen. Und die vielen Firmen, die Schulungseinrichtungen, Landesämter, Forschungseinrichtungen und der Seniorenwohnsitz sind angeschlossen. Mir sind die Menschen, die an der Wetterwarte wohnen, oder arbeiten wir, sind sie wichtig? Für mich sind sie wichtig. Ich verstehe, dass sie auch ohne Auto, dafür aber mit dem Bus zur Arbeit kommen wollen. Und genau deshalb haben sie die Petition gestartet. Ich sehe, dass sie jetzt nicht das Optimum bekommen werden, also ein Bus im 10-Minuten-Takt. Das ist jetzt nicht machbar. Aber ich will, dass sie zumindest das Angebot bekommen, mit dem On-Demand-System den Bus nach Bedarf zu bestellen. Und genau deshalb bin ich dafür und werden wir Grünen auch für den Punkt 2 stimmen. Deshalb beantragen und unterstützen wir Grünen, wir unterstützen den Vorschlag der Linken, die Abstimmung über die Beschlussempfehlung aus dem Umweltausschuss mit dem zeitgleichen Start des On-Demand-Systems und mit der Ergänzung aus dem Bauausschuss, dass der Stadtbezirksbeirat Glotzsche, der Ortschaftsrat Langebrück und Weixdorf einbezogen werden, in die Absprachen zu Haltestellen und Schülerverkehr. Dem stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gebeten, würde Kollege Kühn einige Antworten auf die gestellten Fragen geben. Und danach habe ich Herrn Böhm noch auf der Liste. Angefragt oder diskutiert wurde die Anbindung von Schönborn. Da ist es in der Tat so, wie die Stadträtin Kaspari und der Stadtrat Engel formuliert haben, dass wir hier Regionalverkehr und städtischen Nahverkehr miteinander sozusagen verknüpfen, um dann eine engere Taktung hinzubekommen. Was die Situation angeht,
Und um die Einrichtung auf der Straße zur Wetterwarte ist zu sagen, ja, der Bus, die Buslinie 77 fährt nur im 60-Stunden-Takt. Aber mit der Einrichtung der neuen Bushaltestelle an der Straße zum Kraftwerk, der direkten Anbindung der S-Bahn, des S-Bahnhofs Grenzstraße und der fußläufig-erreichbaren Haltestelle Industriepark Klotzsche mit den Linien 7 und 308 sind in der Petition genannten Einrichtungen immer noch ausreichend erschlossen. Was das On-Demand-System angeht, muss ich Ihnen sagen, dass auch angesichts der veränderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der Dresdner Verkehrsbetriebe, vehement diesen Förderantrag, den wir stellen wollten für das On-Demand-System, der ja auch Eigenmittel erfordert, nicht in den Wirtschaftsplan der Dresdner Verkehrsbetriebe derzeit integriert werden konnte. Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank an Kollegen Kühn zu der klaren Aussage zum Demandsystem und Demandsystem, weil wer sich ein bisschen näher damit befasst, ist es so, dass da erst noch eine Vorlage der Verwaltung kommen sollte. Jetzt hören wir, dass die Finanzierung nicht klar ist. Wer im Aufsichtsrat der DVB sitzt, wusste das schon ein bisschen eher. Und wir wissen auch noch gar nicht, was der Preis dafür ist. Denn der Preis könnten möglicherweise sein, kleinere Buslinien, ich sage jetzt nur mal an die Buslinie in Döbelner Straße und, die könnten der Preis dafür sein, dass ein On-Demand-System kommt. Und das ist genau einer der Punkte, warum, sage ich mal, dieser Punkt 8 eine Ablehnung im Bauausschuss gefunden hat. Und ich beantrage, im Gegensatz zu dem, was der Kollege Mattes beantragt, dass wir die Beschlussempfehlung vom federführenden Ausschuss SB zur Abstimmung stellen. Danke. Vielen Dank. Also es wäre ja abstimmungstechnisch grundsätzlich so, es ist ein Änderungsantrag zum federführenden Ausschussbericht in Punkt 2 betreffen. Den würden wir Geschäftsordnung zuerst abstimmen. Wird er angenommen, ist er in einem Ausschussbericht drin. Wird er abgelehnt, wird der Ausschussbericht in der unveränderten Form abgestimmt. Herr Matthies nochmal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, so geht's nie. So kann man nie miteinander umgehen. Alle wissen, dass diese Anbindung dort für viele Leute wichtig sind. Es wurde jetzt auch gerade noch mal gesagt und das ist zentral. Deshalb hat es ja auch immer in der Vergangenheit Beschlüsse gegeben. Man kann dort nur Übergangswohnheim machen, wenn dort die Anbindung gewährleistet ist. Es betrifft natürlich nicht nur das Übergangswohnheim, sondern auch noch andere. Alle waren sich bewusst, dass mit der Umstellung des Liniennetzes an dieser Stelle ein Problem auftritt. Eine katastrophale Anbindung und es läuft ja auch bereits eine Petition. Wir können das jetzt wieder ablehnen und dann haben wir wieder hier eine Debatte von einer Stunde im Stadtrat oder länger, wenn wir uns dann mit der Petition beschäftigen. Ist ja alles vorhersehbar. Man kann so mit Leuten nie umgehen. Und natürlich hat die DVB momentan massive wirtschaftliche Probleme. Welches Nahverkehrsunternehmen hat die im Moment nicht? So, wir wissen ja alle, Corona-bedingt. So. Aber man kann doch das Problem jetzt nie auf Kosten von ganz konkreten Anwohnern an einer ganz konkreten Stelle lösen und sagen, wir hatten für euch zumindest eine, sag ich mal, eine etwa nicht ganz so optimale, aber Hilfsmaßnahme vorgesehen, um das Problem an der Stelle zu entschärfen, der schlechteren Anbindung. Und jetzt, was gerade nicht passt, dann streichen wir das, wohlgemerkt, nicht etwa nach langer Beratung mit den Einwohnern oder nach Beratung in dem Stadtbezirksausschuss. Nicht der Stadtbezirksausschuss, der hat das rausgestrichen, das stimmt gar nicht, was Herr Fischer gesagt hat. Der Stadtbezirksbeirat, der hat nur einen einzelnen Punkt davon weggestrichen, das ist eher irrelevant an der Stelle. Den Punkt 2 insgesamt hat der Stadtbezirksbeirat Klotzsche sehr wohl mit beschlossen. So.
Und dann wird einfach in der letzten Sitzung mal locker nebenbei ein Punkt weggestrichen. Und ich sage, das kann man mit den Leuten dort vor Ort nie machen. Weder mit den Bewohnern des Übergangswohnheims noch mit den anderen Einwohnern, die davon betroffen sind. Und deshalb, um hier keinen Abstimmungswirrwarr zu organisieren, würde ich es genauso machen, wie es auch der erste Bürgermeister vorgeschlagen hat. Ich bringe den Punkt 2 der Ursprungsvorlage als Ergänzung sozusagen zum Ausschussbericht ein. Alle anderen Sachen, die im Ausschussbericht stehen, bleiben davon unbenommen. Deshalb muss man jetzt nie auf den UK-Bericht zurückfallen. Soweit dazu. Vielen Dank, Herr Matthies. Weitere Wortmeldungen? Doch, da ist noch mal Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, bin jetzt schon so ein bisschen von der Entwicklung auch irritiert, also auch durchaus von den Aussagen der Verwaltung, weil der Punkt 2 ist Teil der Verwaltungsvorlage. So, und so wie ich das kenne, wenn sich der Sachstand einer Verwaltungsvorlage erledigt hat, sich da Veränderungen ergeben haben, man da vielleicht zu einer anderen Variante kommt, legt uns die Verwaltung regelmäßig in anderen Ausschüssen dann Änderungsanträge seitens zum Beispiel des Oberbürgermeisters vor, wo dann steht, auf den Punkt 2 können wir nicht, den können wir so nicht mehr durchführen, weil ist nicht abzusichern. Das ist in dem Fall jetzt nicht passiert. Und es würde mich tatsächlich dann mal interessieren, wie man damit jetzt konkret umgehen soll. Weil es ist ein bisschen schwer, jetzt es einfach wegzuwischen, da hat Herr Mattes recht. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch schwer Bezug zu nehmen auf ein System, was höchstwahrscheinlich in nächster Zeit nicht kommen wird. Und da können wir, glaube ich, als Rat jetzt nur sehr schwer aus dieser Situation rauskommen. Weiß nicht, ob dann eine erneute Behandlung, unkonkreterer Prüfauftrag eine Variante wäre, aber letztendlich ist es ja Teil der Verwaltungsvorlage. Und deswegen würde mich da schon ein entsprechender Vorschlag von Ihrer Seite interessieren, Herr Kühn. Nee, das machen wir jetzt nicht. Weil wir machen jetzt hier keine Ausschussarbeit an der Stelle, aber ich gehe natürlich gerne auf Ihre Frage ein, die Sie gestellt haben, weil das ja eine Wissensfrage ist, die für Sie hilfreich ist. Grundsätzlich, die Verwaltung ändert ihre Vorlagen nie. Die Verwaltung selbst kann ihre Vorlagen nach Einbringung in den Geschäftsgang nicht ändern. Davon zu trennen ist einen Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, den er in Person, weil er selber stimmberechtigtes Mitglied des Stadtrates ist. Aber sprich, wenn sich aus Sichtweise der Verwaltung etwas ändert, ergibt das nicht automatisch einen Änderungsantrag. In der Regel ist das so, dass das im Rahmen der Ausschussdebatten eingeführt wird, ganz häufig. Das ist, sage ich mal, in mehr als zwei Dritteln der Fälle so, dass dann jemand aus einem Ausschuss einen solchen Impuls aufnimmt. Immer dann, wenn solche Sachen bis zur Ausschussberatung sich insoweit ergeben. Dadurch, dass zurzeit ja nach dem federführenden Ausschussbericht dieser Punkt 2 nicht Beschlussgegenstand mehr ist, beziehungsweise abgelehnt worden ist, war von daher noch keine Notwendigkeit. Alles andere würde die Verwaltung immer dann sortieren in dem Verfahren, wie auch eine Verwaltungsvorlage zustande kommt. Das heißt, ein federführender Geschäftsbereich bringt dazu einen Impuls ein, der wird halt abgewogen und daraus wird eventuell über ein neues Verfahren insoweit gesprochen. Es ist nicht unbedingt der Normalfall, aber es kommt natürlich gelegentlich vor, dass zwischen Einbringung einer Vorlage, gerade wenn es sehr lange läuft und der Beschlussfassung im Stadtrat Zeit vergeht, aber nochmal der übliche Weg ist, dass im Rahmen des Beratungsgangs die Verwaltung das dann in den Ausschüssen mündlich thematisiert und ein Mitglied des Stadtrates etwas beantragt. Hier haben wir jetzt konkret den Stand, einen federführenden Ausschussbericht mit einem Votum und zu diesem Ausschussbericht, Herr Mattes hat nochmal darauf Bezug genommen, einen Änderungsantrag, diesen Punkt 2 in der ursprünglichen Textfassung wieder aufzunehmen. Das ist jetzt der inhaltliche Beratungsgang. Ansonsten sehe ich hierzu keine Wortmeldung, auch nicht zum Geschäftsgang als solches. Insofern darf ich damit in das Abstimmungsverfahren eintreten und den Änderungsantrag, wie ihn Herr Mattes formuliert hat, Wiederaufnahme eines inhaltsgleichen Punktes 2 in den federführenden Bericht hier zur Abstimmung bringen. Wer dem so zustimmt, dem bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 29 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Ich darf damit den unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses zur Abstimmung stellen und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser hat bei 53 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 11 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 16. Der nächste zu